Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es ist für mich eine absolute Premiere. Ich habe mir eben selber weder Psychologin noch Therapeutin und habe vor allem, also vor so vielen Therapeuten und Therapeutinnen noch nie gesprochen. Ich werde Theorie präsentieren und ich werde über Geschichte reden. Der Hintergrund meines Vortrags ist aber auch ein ganz persönlicher. Sehr vieles von dem, was ich Ihnen präsentiere, hat meine Biografie mitbestimmt, meine politische, berufliche, wissenschaftliche, persönliche, sexuelle, feministische Entwicklung und vieles von dem, was ich referiere, habe ich außerdem sogar selbst auch mitgestaltet, verantworte es mit. Das heißt, der Fluchtpunkt dessen, was ich Ihnen referiere, ist zuletzt dann auch ein Feld von Fragen, das mich derzeit umtreibt. Unklarheiten auch bezüglich Veränderungen, Verschiebungen, neuen sexuellen und geschlechtlichen Identifikationen, die ich beobachte, die mich beschäftigen und zu denen ich noch nicht so ganz Erklärungen und Einschätzungen habe. Eine andere wichtige aktuelle Rahmung des Themas wäre natürlich also die ganze MeToo-Debatte, die Debatten um Verhältnisse von Rassismus und Sexismus, Stichwort Kölner Silvesternacht, die Aufdeckung sexualisierter Gewaltverhältnisse in totalen Institutionen, in Heimen, in Sportkadern und so fort. Ich werde darüber nicht viel sprechen, aber mir ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, dass wir dies alles heute als Gewalt zu rahmen vermögen und nicht in erster Linie als Sexunholdtum oder so, ist auch ein Effekt der feministischen Politiken gewesen, über die ich sprechen werde. Ich werde ein bisschen was zur Vorgeschichte sagen. Ich werde dann eingehen auf Sexualpolitiken in der sogenannten neuen, sogenannten autonomen Frauenbewegung der 70er Jahre, werde dann über Entwicklung hin zum Queerfeminismus sprechen und zuletzt eben ja, diese Frage nach Frauen mit Sternchen oder verschiebt sich da etwas von queerfeministisch hin zu transpolitisch und was bedeutet das? Zwei Leitfragen, die mich begleiten, sind zum einen die nach Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb feministischer Bewegungen, Umfragen von Sexual- und Körperpolitik. Und die zweite Leitfrage ist die nach der Konstruktion und Demontage von Heterosexualitäten in feministischen Bewegungen. Die sogenannte neue Autonome aus der Linken, aus antiautoritären Zusammenhängen, aber auch aus scheinbar ganz privaten Unzufriedenheiten heraus entstandene Frauenbewegung der späten 1960er, frühen 1970er, sagte immer wieder, wir mussten erst herausfinden, was wir Frauen einander überhaupt zu sagen hatten, welche Fragen an gesellschaftliche Verhältnisse wir stellen wollten oder mussten, jenseits traditionellerer linker Analysen. Und wie wir uns politisch und persönlich auf das eigene Geschlecht beziehen konnten. Ja, aus dieser Ungewissheit heraus entstand die Strategie, kleine Gruppen, Selbsterfahrungsgruppen als politisches Mittel einzusetzen, um das Private politisch zu thematisieren und zu analysieren. Es gab vor allem im deutschsprachigen Raum kaum eine Möglichkeit anzuknüpfen an politische Erfahrungen und Strategien der ersten Frauenbewegung, also der des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zum einen wollte Frau auch so quasi eine Stunde Null inaugurieren, bei Tabula Rasa beginnen. Tatsächlich war aber auch keine kollektive Erinnerung vorhanden. Das ist sicherlich auf den NS zurückzuführen, aber vielleicht auch generell auf eine Geschichte der Moderne, die bedeutet, dass Frauen sich zunehmend in Gesellschaft des anderen oder eines anderen Geschlechts begeben wollten und mussten. Und dass individuelle Beziehungen, allen voran heterosexuelle Paarstrukturen, als Kernstücke der Moderne fungierten. Also ich habe mich selbst sehr ausführlich befasst mit der Geschichte von Frauenbewegungen und auch mit dem, was so als Erfindung weiblicher Homosexualität im späten 19. Jahrhundert gelten kann. Ich sage dazu aber jetzt nichts, sonst wird es viel. Und gehe gleich hinein in eine Möglichkeit, sich
feministischer Sexualpolitik der 70er Jahre zu nähern, nämlich folgende Geschichte ungefähr zu erzählen. Auch wenn sexuelle Selbsterfahrung nicht unbedingt und eindeutig einen Anfang markierte, sondern vielleicht auch andere Themen am Beginn standen, so trifft es doch zu, dass das Themenfeld Körperpolitiken und Sexualitäten in westlichen Frauenbewegungen der sogenannten Second Wave, also der neuen Frauenbewegung, der autonomen Frauenbewegung, schnell sehr zentrale Positionen einnahmen. In den späten 1960er, in den 1970er Jahren dominierte vielfach ein Feminismus der Selbsterfahrung, des Aussprechens dessen, was als weibliche Erfahrung schlechthin generalisiert wurde, darunter ganz wesentlich Dimensionen sexueller Gewalt und Ausbeutung, über sexualisierte Gewalt, über häusliche Gewalt, hat vorher öffentlich niemand gesprochen. Es ging auch darum, heterosexuellen Geschlechtsverkehr als potenzielle Vergewaltigung zu bestimmen und um Gegenwehr gegen Vergewaltiger, Entwaffnung von Vergewaltigern zu debattieren und Politik zu machen. Ein paar der Bilder sprechen das indirekt an. An einem Beginn standen Bekenntnisse zum Ich habe abgetrieben. Das waren große Aktionen prominenter Frauen in Frankreich und der BRD. Schauspielerinnen, Romy Schneider zum Beispiel, haben sich sozusagen zu diesem illegalisierten Akt bekannt. An einem Beginn standen aber auch Attacken gegen Schönheitsnormen. Das waren diese BH-Verdrängungen zum Beispiel, die da links am Bild zu sehen waren. Attacken gegen Reglementierungen und Zurechtmachen im weiblichen Styling, in der geschlechtsspezifischen Körpersprache. Kritik am System patriarchaler und imperialistischer Gynäkologie zählte ebenso dazu. Ja, das rechte Bild, with my speaking, I am strong, I can fight. Also die Wiederaneignung auch dessen, was Gynäkologen vorgehalten war. Und ebenso zählte dazu die Polemik gegen den Mythos vom vaginalen Orgasmus, auch das ein wichtiges Schlagwort der frühen neuen Frauenbewegung. Die italienische Feministin Carlo Lonzi hat sozusagen aus dieser Gegenüberstellung vaginal-klitoral auch gleich Frauentypen gemacht, den Gegenentwurf der klitoralen Frau theoretisiert. Ich lasse das Zitat einfach kurz bestehen. Nicht zuletzt bedeutete feministische Politik der Second Wave lange Zeit hindurch Destruktion des Ideals monogamer Beziehungsformen. Also es war ein weiter Weg hin zu dem Abfeiern der Ehe, ja, der Homo-Ehe, die wir heute haben. Davor gab es schon sehr viel mehr Kritik an der Idee von Zweierbeziehung und Monogamie. Und ein wichtiger Protestmoment war Handeln und auch Theoretisieren gegen das System der sogenannten Zwangsheterosexualität. Der Begriff stammt von der US-amerikanischen Autorin Ellen Rich. Sie hat Ende der 70er Jahre, es gab damals eine ganze Reihe an Theoretikerinnen, die eben auf ähnliche Weise eigentlich sehr blutvoll und sehr dramatisch das Patriarchat als ein Gewaltsystem, das darauf aus ist, Frauen zu vernichten, charakterisiert haben. Das war ein Ansatz, der damals schon also auch sehr umstritten war und auch heute kritisiert werden muss natürlich. Aber es, also als eine Frage, wie wurde Sexualität gesehen, gehört es genannt und angesprochen. Das, was Catherine Berry globale sexuelle Versklavung von Frauen genannt hat, die Analysen von Andrea Dworkin zu bzw. gegen Pornografie, die von Alice Schwarzer im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht wurden, die auch so dramatische Wendungen drinnen hat, wie, ich zitiere, im System männlicher Sexualherrschaft, die durch die Pornografie offenbart wird, gibt es keinen Ausweg, keine Rettung, die Sexualität der Frau wird enteignet, ihr Körper in Besitz genommen und so fort. Die erwähnte Ellen Rich definierte Zwangsheterosexualität synonym mit einem ihrer Meinung nach überall vorfindlichen patriarchalen Machtgefüge. Ja, das, und das war sozusagen an ihrem Entwurf dann neu, das vorzüglich von lesbischen Frauen erkannt und transzendiert werden konnte oder könnte. Auch ihre Wahrnehmung ließ sich recht dramatisch, zum Beispiel folgendermaßen. Sie definiert Zwangsheterosexualität so, Männer haben die Macht, Frauen Sexualität zu verweigern oder ihnen aufzuzwingen, über die Arbeit von Frauen zu bestimmen oder sie auszubeuten, Kontrolle über ihre Kinder auszuüben oder ihnen die Kinder vorzunehmen und so weiter.
Es gab im selben Zeitraum, also so in den späten 70er Jahren, auch tendenziell andere Ansätze, weibliche Sexualitäten und Homosexualitäten zu konzipieren und politisch zu verorten. Nennen muss man da auf jeden Fall die Autorinnen, die auch unter dem Sammelbegriff französischer Feminismus bekannt geworden sind, auch wenn sie sich untereinander eigentlich stark unterscheiden. Also da zählen Lucy Rigaret, das waren auch alles Psychologinnen, teilweise analytisch gebildete und Analytikerinnen. Lucy Rigaret, die mit diesem Begriff der sexuellen Differenz viel arbeitet und mit dieser mit Körpermetaphern wie von den Lippen der Frau, die sich ständig berühren. Hélène Sixou ist der nächste große Name unter den sogenannten französischen Feminismen, die meinte, dass das Einschreiben weiblicher Sexualität in die herrschende symbolische und logische Ordnung diese umzugestalten vermöge. Auch Sylvia Kristeva ist hier zu nennen, unter anderem mit ihrem Begriff des Objekts und der Abjektion, also das Ausgegrenzte, Verworfene, was gleichzeitig aber Subjekt Sexualität mitbestimmt. So, ungefähr. Und das hat auch mit Sexualität zu tun. Sehr spannende und immer wieder aufgegriffene Analysen jener Jahre stammen von Monique Wittig, Schriftstellerin und Theoretikerin, die unter anderem theoretisiert hat zu dem, was sie nicht Weiblichkeit genannt hat oder nicht Frau sein. Ja, sie stand auf dem Standpunkt oder argumentierte, Lesben sind keine Frauen, beziehungsweise das bezeichnete Subjekt Lesbe ist nicht eine Frau. Bis heute viel zitiert, aber was hat sie damit gemeint? Damit hat sie gemeint, dass die Art und Weise, wie Frauen im sozialen, vor allem aber auch im symbolischen, im sprachlichen System der Gegenwart definiert sind, ja, dass das eine Definition ist, die auf lesbische Lesben nicht zutrifft, weil sie sich nicht in der Weise einem Mann zuordnen, wie es sozusagen für die Normfrau der Fall ist oder sei. Und daher sei die Lesbe, die gegenwärtig als 1980, die Figur, die dem herrschenden System am ehesten entläuft, entrinnt, wie eine frei laufende Sklavin. So ungefähr definiert sie das. Ich habe eine andere Definition auch von der feministischen Lesbe mitgebracht, ist auch 10 Jahre älter. Sehr bekannt, sehr viel zitiert. Die Figur der Bewegungslesbe, der feministischen Lesbe, ist ja auch als eine, die in der Frauenbewegung überhaupt entsteht, ja, die es vorher ja nicht geben konnte. Eine sehr projektionsreiche Gestalt, Verkörperung einer Avantgarde, eine Figur, die, von der es hieß, sie trifft mit ihrer sexuellen zugleich eine politische Wahl. Und am bekanntesten fasste das die New Yorker Gruppe Radical Lesbians. A lesbian is the rage of all women, condensed to the point of explosion. She's the woman who, often beginning at an extremely early age, acts in accordance with her inner compulsion to be more complete and free the human being than her society cares to allow. Ich wollte vor allem auch über Konfliktlinien sprechen. Ja? Wie der feministische weibliche Körper, die feministische weibliche Sexualität, und in der Secondary sprechen wir da immer noch im Singular. Ja, das hat sich erst in den 90ern dann in Plural irgendwie getan, die Feminismen, die Sexualitäten, die Geschlechter, die waren noch sehr singular in den 70ern und frühen 80ern. Wie die darzustellen, zu erleben, zu konzipieren sei, darum gab es deutliche Kontroversen, sehr gegensätzliche Positionen. Aus den USA stammt der etwas martialische Begriff des Sex Wars. Das umriss Konfliktlinien, die zum Teil bis heute auch Bestand haben. Ja, einige der bekanntesten Konfliktlinien sind etwa Pornografie. Geht es darum, gegen Pornografie zu kämpfen? Oder geht es eher darum, Interventionen und überhaupt Produkte für weibliche Schaulust zu schaffen und zu ermöglichen? Später ist es ja unter Porno, Polyes und Postporn rubriziert. Ein drittes Feld ist das der Prostitution bzw. der Sexarbeit. Wie ist feministisch damit umzugehen? Ist Prostitution immer Gewalt und unbedingt abzuschaffen? Oder geht es einfach um bessere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen? Aktuell, ich komme heute noch auf Kürtel zurück, ich strecke es jetzt mir noch einen Kürzel, nämlich SWERF, S-W-E-R-F, ist ein vielleicht Ihnen aus sozialen Medien bekanntes Kürzel, Sex Worker Exclusionary Feminism, ist die Bezeichnung von aktiven Sexarbeiterinnen, die heute dem
sogenannten radikalen Feminismus vorwerfen, Sexarbeit zu auszugrenzen, zu abzulehnen, zu verteufeln, zu verunglimpfen. Auch, ja, auch hier habe ich ja Bilder mitgebracht, auch sexuelle Praktiken, die welche gestattet sind oder nicht gestattet seien, zu kritisieren seien oder nicht, gehören in dieses Konfliktfeld der Sex-War, der sogenannten Sex-Wars. Also etwa BDSM, ist das feministisch oder nicht? Zu den Konflikten zählen aber auch Verhältnisse zwischen Frauenbewegungen des globalen Nordens oder Westens und denen des globalen Südens. Ja. Auch da hat immer schon die Frage von, wie sind Sexualitäten, wie ist sexuelle Selbstbestimmung, wie ist Körperpolitik darzustellen und zu verfolgen quasi, eine große Rolle gespielt. Vertreterinnen eines sogenannten Black Feminism oder Third World Feminism haben immer wieder sich sehr stark ablehnend gegenüber einem weißen Dominanzfeminismus geäußert und der Art und Weise, wie dominanter weißer Feminismus sexuelle Befreiung repräsentiert. Die Black Feminists, Third World Feminists haben nachgewiesen, dass es immer wieder so diese Tendenz gibt, dass weiße Feministinnen sagen, ja, wie sozusagen uns gehört das Thema sexuelle Emanzipation, während sozusagen unsere armen Schwestern in den finsteren armen Ländern der finsteren Kontinente so mit Armsein, mit Hungersein beschäftigt sind, quasi, ja, dass eh diese fortgeschrittene Perspektive von sexueller Befreiung für sie gar nicht Thema sei. Dagegen verwarnen sich ja seit den 70er Jahren vehement Frauen mit nicht-westlichem Hintergrund. Um kurz hier etwas noch zu resümieren, was mir wichtig ist, in den Anfängen der westlichen Second Wave haben jetzt sozusagen gegen diskursive Praktiken zu Sexualitäten und Körpern quasi alle Medien umfasst. Ja, man hat über den eigenen Körper zum Ausdruck gebracht, was sexuelle Selbstbestimmung ist oder vermeintlich ist. Frau hat Theorie gebildet, hat Fiction verfasst, hat Projekte gegründet, Initiativen, Veranstaltungsreihen, Studienrichtungen und so fort. Ja, also quasi es war ein sehr breites Feld von Übersetzung der Überlegungen zu Sexualitäten und sexueller Selbstbestimmung. Realisiert wurde tatsächlich ein enormer Tabubruch, würde ich sagen, dessen andere Seite aber immer auch Normalisierungsstrategien darstellten. Ausblendungen anderer denn weißer, westlicher, bürgerlicher Erfahrungsfelder. Die deutsche Politikwissenschaftlerin Isabel Lorey spricht diesbezüglich auch vom weißen Körper als Fetisch der westlichen feministischen Bewegungen. Wie ist es dann weitergegangen? Ab etwa den späten 1980ern, frühen 1990ern spricht man auch von der sogenannten Third Wave, einer dritten Welle, einer Neugestaltung der Frauenbewegungen, die jetzt schon eindeutig im Plural zu nennen sind und auch nicht mehr so eindeutig ausschließlich westlich verurteilt. Eine Revision oder Revolution eigentlich auch des Verhältnisses zu Sexualitäten, Gendern und Körpern hat integrierend zur sogenannten Third Wave dazugezählt. Der Zusammenhang von Körper, Geschlecht, Begehren, Identifikation und so fort wurde in feministischen Kontexten aufgesprengt unter dem Label Queer Politics, Queer Turn, Queer Theories. Dies verknüpft sich in besonders bekannter Weise mit der Theoretikerin Judith Butler und ihrem ersten Buch Gender Trouble und vielen weiteren Büchern, die halt eben unter anderem gesagt hat, Geschlecht und Körper sind Diskurseffekte, sind durch Performance, durch Parodie, durch Enactments erst erzeugt, dementsprechend instabil. Genderperspektiven nach Butler setzen auf eine Kritik am sogenannten System der Zweigeschlechtlichkeit, erfinden auch den Begriff der Heteronormativität, der ein bisschen was anderes meint als der Begriff der Zwangsheterosexualität, den ich dann schon vorgestellt habe. Und queere Politik setzt darauf, dass es ganz wichtig ist, aus verschiedenen Ebenen dessen auseinanderzudenken, was Judith Butler auch heterosexuelle Matrix nennt, ja, nämlich die körperliche, geschlechtliche Identifikation, die sexuelle Identifikation und die Orientierung des Begehrens, ja, die man sehr viel radikaler auch quasi auseinanderdenken kann, als sie so ganz klar, ich habe einen weiblichen Körper und
nenne mich daher Frau und mein Begehren ist höchstwahrscheinlich heterosexuell und daher begehre ich einen Körper, der männlich ist und eine Person, die sich männlich nennt. Das auseinanderzudenken, ungefähr hat Judith Butler versucht. Was ist also queer? Queer ist ein Verfahren, eine Strategie der Annäherung an Fragen von Sex und Gender in enger Verbindung mit Sexualpolitiken des späten 20. Jahrhunderts im Westen zunächst einmal auf alle Fälle und betrachtete sich selbst als subversiv, provokant und befreiend. Einen wichtigen Teil des Hintergrunds von Queer bilden die lesbischen, schwulen und feministischen Bewegungen der vorangegangenen Jahre. Der Begriff selbst in eben diesem Wortsinn queer als Sex, Gender, subversiv und positiv besetzt stammt von etwa 1990. An sich ist queer ein altbekannter, abfälliger Terminus. Um 1990 entstanden Queer Politics und eine Bewegung namens Queer Nation in den USA. Man erzählt diese Geschichte meistens so, dass hier AIDS natürlich eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise vor allem die Nicht-Gesundheitspolitik der US-amerikanischen Regierung, die Schwulen in der Phase eh gefunden hat, die sollen ruhig sterben. Und dass sich hier ein politischer Zorn formiert und artikuliert hat, ja, der sich seitens der Aktivistinnen, die sich jetzt queer nannten, teilweise auch gegen die eigene Community gerichtet hat, gegen die etablierte, als bürgerlich betrachtete, lebensstilorientierte, liberale, schwule und lesbische Szene. Queer Nation, diese Bewegung, sprang auf andere Regionen der Welt über mit all den Problemen, die diese Art von Transkulturation und politische Selbstdefinitionen innewohnen. Wichtig ist, sich klarzumachen, auch wenn mittlerweile queer sehr oft lediglich als Sammelbegriff für schwul, lesbisch, vielleicht auch noch bisexuell, vielleicht auch noch transgender gebraucht wird, so hat sich queer in seinen Anfängen doch als radikal innovativ begriffen, sich ein Stück weit von herkömmlich lesbisch-schwuler Politik abgesetzt und ganz besonders auch abgesetzt von den quasi den feministischen Tanzen und Großtanzen. Das war so eine Fortschritts- und wir sind neue Rhetorik mit drinnen. Im Verhältnis zu feministischen Frauenbewegungen standen Anfangskonflikte evident im Vordergrund. Ja, es war stark auch die Position da, queer ist ein Trick schwuler Männer, ja, um Frauen und Lesben wieder unsichtbar zu machen. Queer lässt keinen Raum dafür für unsere ja so mühsam errungene feministische Erkenntnis, dass Gewalt genannt werden muss, dass Gewalt kein Spiel ist und dass Geschlechternormen und Geschlechterdefinitionen auch nichts sind, was man unter dem Label der Parodie oder des Parodierens und des Performens abhandeln sollte. Es ist nach wie vor so, dass einige feministische Kontexte sich sehr anti-queer positionieren. Im Großen und Ganzen aber hat sich ein queer-feministisches Mitraum-Bindestrich selbstverständlich gut etabliert und definiert viele politische Kontexte, Strategien, Aktionsformen, Communities, Aktivismen, zu denen ich jetzt hier nicht mehr sagen kann, weil das sonst irgendwie sehr weit ausufern würde. Wichtig ist halt auch resümierend nochmal, queer-feministisch bedeutet in der Regel eine sex-positive Haltung, also in diesen Sex-Wars, die ich vorhin angesprochen habe, eine klare Positionierung auf Seiten der Sex-Positivität. Queer-feministisch bedeutet aber auch eine oft sehr genaue Auseinandersetzung mit Fragen der Bündnispolitik, mit dem, was feministische Theorie Intersektionalität nennt, also die Verstricktheit von scheinbar Differenzen, Ungleichheitsmarkierungen wie Sexualität, Gender, Race, Klasse, Ability, Alter, geopolitischer Ort und so weiter. Und es ist zu betonen, dass queer von Anfang an recht schnell einherging mit einer historisch neuen Sichtbarkeit und auch Affirmation von Transfiguren, Transfigurationen. Diese Demontage, das also zu sagen, wir als queere AktivistInnen und TheoretikerInnen stellen fest, Gesellschaft funktioniert auf der Basis einer Ideologie oder auch eines Zwangssystems von Zweigeschlechtlichkeit, die aber sozusagen, die überschritten werden muss, die aufgesprengt werden muss und auch ständig aufgesprengt wird, ja, weil sie mehr Ideologie ist als Realität und sozusagen Transpersonen waren ja quasi der lebende Beweis dafür, dass wir queere Theoretikerinnen recht haben damit, dass das mit dieser Annahme, es gibt nur Männer und nur Frauen und das ist lebenslang und eindeutig und so,
also dass das in Frage zu stellen ist. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Also nämlich zu der Frage, was tut sich jetzt und inwiefern entwickelt sich auch diese queere Politik und queer feministische Politik weiter. Ja, ich denke, es hat sich nochmal etwas ganz fundamental verändert. An vielen feministischen Orten, gewiss nicht an allen. Weil hinausreichend über die in heutiger Lektüre durchaus vorsichtig und zurückhaltend anmutenden frühen Versuche, etwa in Butlers Buch Gender Trouble, Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität kritisch zusammenzudenken, als das Buch erschien 1990, hatten wir alle sozusagen erstmal große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wenn ich es heute anschaue, finde ich es also nicht nur natürlich verständlicher, aber vor allem eigentlich sehr, sehr zurückhaltend, ja? ganz vorsichtig, ganz moderat. Ja? Aber weil es darüber hinausreichend eben, habe ich manchmal den Eindruck, dass die gesamte Differenzmarkierung von Geschlecht und oder Sex implodiert. Ich mag es mal entlang dieser Akronyme und der Abkürzung. Also zunächst einmal gab es diese Idee, LGBT, also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, vielleicht auch noch, haben etwas miteinander zu tun. Dieses Kürzel hat sich, je queerer die Welt wurde, sozusagen erweitert auf die längste Form, die mir bekannt ist, aber wahrscheinlich habe ich auch noch was vergessen, LGBTIQQPA, Lesbian, Gay, ich muss das ablesen, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, Questioning, Pansexual, Asexual. Und machen wir noch ein Sternchen hinten dran, weil das Sternchen steht ja immer für die mögliche Öffnung noch in viele andere Richtungen. Außerdem gibt es also feministischen aktivistischen Kontexten oft das wirklich flint, Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Trans, ja, als eine Strategie zu sagen, Cis-Männer, also Männer, die sich auch wohlfühlen in ihrem Mann sein, wollen wir weiterhin nicht unbedingt in allen Räumen dabei haben, aber Non-Binary ist sehr wohl und Trans-Personen ebenfalls. Ja, Sie lachen gut. Ich finde es spannend, aber ich finde es nicht unbedingt lustig. Meiner Beobachtung nach, das weiß ich natürlich nicht, ob Sie die teilen, ob das auch Generationenfragen sind. Ganz alltäglich, denke ich, verflüssigen sich in vielen Biografien, in vielen Communities die geschlechtlichen und sexuellen Selbstbenennungen. Es ist viel seltener, meiner Beobachtung nach auch in diesen Communities, dass sich Personen auf eine einzelne Figur festlegen, also ich bin lesbisch oder etwa auch ich bin queer, ist etwas, was abnimmt als Selbstzuordnung. Und meiner Beobachtung nach hört, also es war alles schon sehr dramatisch mit den Queer-Turn, aber ja, was der für feministische Wahrnehmung bedeutet hat, das hat sich halt gesetzt und etabliert und allmählich scheint mir, hört queer auf, der Überbegriff schlechthin, für alle sich als nicht normativ verstehenden AkteurInnen und ihre Handlungszusammenhänge zu, also als solche zu, als Überbegriff zu fungieren. Ich denke, zuerst hat, also queer hat eben angefangen, bei allen Konflikten, auch mit älterer lesbisch-schwuler Politik, aber doch diese Figuren LGBTI unter sich zu versammeln, hat sich dann ein bisschen geöffnet, eben in Richtung, nochmal ein bisschen geöffnet in Richtung von Subjektpositionen, die auch zum Teil sprachlich neu geschöpft wurden, ja, gender non-conform, gender fluid, agender, non-binary, Ace und Arrow, also asexuell und aromantisch, als eine Identifikation, die auch in starkem Maße schon eigenen Aktivismus und eigene Organisationsformen bildet. Und in manchen Kontexten entstand so nach und nach ein spezifisch neu gefasstes Verständnis dieses Ts, ja, das Trans. Ja, das alte T des LGBT-Kürzels scheint mir aufgesprengt und ungestürzt, teilweise, nicht durchgängig, aber teilweise. Die Geschichte dieses Tees wäre als eigene zu erzählen. Ja, transaktivistische Netzwerke, auch Trans Studies in den Wissenschaften, sind historisch gesehen eigene Ansätze gewesen, die mit Queer viel zu tun haben, aber nicht mit ihnen identisch waren.
Und gegenwärtig erfolgt möglicherweise sowas wie eine neue Konvergenz zwischen feministischen, queeren und transpolitischen Selbstverständnissen mit Trans und Trans-Sternchen als Überbegriff. Vertreterinnen, also das bedeutet gerade aus feministischer Perspektive recht bemerkenswert, dass Vertreterinnen des Transfeminismus sprechen selbst von einem Paradigmenwechsel. Bemerkenswerterweise vollzog sich dieser nicht in erster Linie in den USA, sondern stark in lateinamerikanischen, spanischen, auch französischen Netzwerken. Trans wird erklärt zu einer übergreifenden feministischen Subjektposition. Die Aktivistinnen sprechen von einem Trans Feminist Turn, also einem Paradigmenwechsel eben, und grenzen sich ab von einer Entwicklung, die ihrer Aussage nach queer genommen hat, nämlich queer bei allen revolutionären Ansprüchen sei doch sehr weiß dominiert geblieben, sei doch sehr stark wieder in Identitätspolitik hineingegangen und tendiere dazu, also sozusagen den Theorie zu entkörpern, ja, während gerade Transpolitiken ja auch sehr, sehr viel mit Körpern zu tun haben. Evident eng sind also die Beziehungen zu Disability Politics oder CRIP Politics. CRIP ist ja sozusagen auch eine neue Wende im Kontext von Behindertenpolitik und Theorie. Eng ist auch die Beziehung zum Feld des Post-Porn, also der Aneignung und Neukonzeptualisierung von Pornografie. Ich versuche eine optimistische Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass gerade lesbisch-feministische Narrative einem Prozess des Queerens, Transitionierens, Überschreibens, Verschiebens, Verschwindens unterlagen, ein Prozess, den ich sozusagen auch lebensgeschichtlich recht heftig finde, wenn ich so nachvollziehe, was ich alles schon war, quasi, ja, und wo ich mich immer wieder neu positionieren wollte und musste. Ja. Die Arbeit an eigenen, nicht normativen sexuellen Entwürfen, die das Label feministisch für sich befürworten, sind dadurch aber nicht an ihr Ende gekommen. Das Handlungs- und Deutungsfeld, um das es hier geht, ist in seiner Genealogie gar nicht abschließend beschreibbar und bezieht aus seiner Umfänglichkeit einen Teil seiner Kraft, ebenso wie aus Diskontinuitäten, Brüchen und Beziehungsdynamiken. Vielleicht gegenwärtig in besonderer Intensität bündelt es Unterschiedlichstes in sich und weiß, multizentrisch zu verfahren. Das Zeichen feministisch-lesbisch und sexuell selbstbestimmt beinhaltet vielleicht seit Anfang seine eigene Uneindeutigkeit, ist verwandt mit der Geschichte vieler Minoritäten und bleibt mit vielen herrschaftskritischen Perspektiven verwoben. Daher sind auch Vorträge darüber nie ausreichend komplex. Dankeschön.